Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Meinst du, Elvis Presley wäre der King of Rock'n'Roll geworden, wenn er in Deutschland gelebt und aufgewachsen wäre? Vielleicht denkst du jetzt, was ist denn das jetzt für eine komische Frage? Es sollte doch in dieser Podcast-Episode um den Gedanken gehen, ich weiß nicht, was ich nach der Kündigung machen will. Genau darum soll es auch gehen. Und was jetzt die Elvis-Frage jetzt mit dem Gedanken, ich weiß nicht, was ich nach der Kündigung machen will, miteinander in Verbindung stehen, das werde ich dir auch so im Lauf unseres Gesprächs mal erzählen. Also, dieser Gedanke, ich weiß nicht, was ich machen will, oder ich weiß nicht, was ich nach der Kündigung machen will, oder wenn ich doch nur wüsste, was ich nach der Kündigung machen würde. Also, das sind ja alles so Varianten, die alle auf einen Nenner zu bringen sind. Ich weiß nicht, was ich will. Also, den Gedanken hast du sicherlich ganz oft, oder? Also ich höre diesen Gedanken sehr oft, ich lese auch diesen Gedanken sehr oft. Ich hatte sie natürlich selber auch, ganz klar hatte ich sie. Als ich festgestellt habe, dass ich nicht mehr als Lehrerin arbeiten möchte, also schon gleich sehr früh wusste ich ja schon, dass ich auf gar keinen Fall in dem Beruf alt werden möchte, war sofort der Gedanke da, aber ich weiß ja gar nicht, was ich machen will. Deshalb kann ich ja jetzt auch nichts machen, außer das, was ich jetzt schon mache, nämlich lehren, unterrichten, als Lehrerin arbeiten. Der Gedanke ist ganz schön fatal. Also im Grunde ist das wirklich so ein trauriger Gedanke, weil dieser Gedanke dich ja auch traurig macht. Deshalb nenne ich diesen Gedanken auch immer so, ich weiß nicht, was ich machen will, Blues. Denn dieser Gedanke macht ganz klar traurig. Und es ist auch die Wurzel vieler, vieler Probleme, die daraus entstehen. Wie, dass du gar nicht mehr losgehst, dass du stehen bleibst, dass du ja weiterhin immer traurig, depressiv, erschöpft bist, dass du nur das machst, was du schon machst und gar nicht so richtig auch dich traust, dir auch mehr zuzutrauen, weil du ja dass dann auch irgendwann das Gefühl entsteht, du kannst ja auch nicht mehr, weil du weißt ja auch gar nicht, was du kannst, weil du gerade weil du ja nicht weißt, was du kannst, was deine Fähigkeiten, was dein Können ist oder ob du überhaupt Talente hast oder ob du vielleicht gar keine Talente hast. Und ich bin mir ganz sicher, dass du davon überzeugt bist, dass du gar keine Talente hast. All diese Gedanken führen ja dazu, dass du dann auch nichts anderes tust, als ja, das, was du eben jetzt machst, nämlich als Lehrerin arbeiten oder als Lehrer arbeiten. Und das ist ja auch vollkommen okay, wenn es dir gefällt, ist es ja auch ganz super, es ist toll. Aber da du höchstwahrscheinlich diese Podcast-Folge dir anhörst, weil es dir der Job dir nicht gefällt, ist das natürlich dann nicht mehr so gut. Dann wäre es natürlich schon schön zu wissen, was du willst. Und ich kann dir auch sagen, ich bin davon felsenfest überzeugt, ich kann es dir nicht nur sagen, sondern ich bin wirklich davon felsenfest überzeugt, dass du weißt, was du willst. Also in den letzten, würde ich mal sagen, knapp 15 Jahre, vielleicht so irgendwie 14, 15 Jahre, habe ich ja immer wieder in diesem Bereich gearbeitet. Also ob es jetzt an der Schule war, ich habe ja an der Berufsschule gearbeitet, da ging es ja auch immer darum, mit den Schülern herauszuarbeiten, was sind ihre Fähigkeiten, was ist das, was sie gut können, was ist das, was sie machen wollen, wo könnte es denn für sie hingehen, also welchen Beruf wollen sie ausüben oder auch mit denen, die schon eine Ausbildung machen, dann gab es ja immer wieder Leute, die dann unglücklich waren. Davon erzähle ich ja auch in einem Artikel, den du dir auch auf jeden Fall mal durchlesen solltest. Und dann immer wieder ging es ja dann darum zu schauen, naja, wenn sie jetzt doch nicht Verkäuferin werden wollen, sondern was anderes werden wollen, wenn sie doch nicht im Hotel arbeiten wollen und die Ausbildung nicht so toll finden, ja, was könnten sie denn jetzt machen? Wo sind die Stärken? Wo ist denn die Leidenschaft? Wo ist denn das, was sie wollen? Also wo ist genau das, wo es hingehen soll? Also die Fähigkeit einmal, die Idee und auch natürlich ihr Traum. Wo ist es? Wo ist das, was sie motiviert? Das war in der Schule genauso wie vorher, habe ich dir auch erzählt, habe ich ja auch unterschiedliche Sachen gemacht und da war eine Sache, habe ich den in Frankfurt gemacht, da war ich bei einem Personaldienstleister tätig und auch da ging es jetzt, natürlich jetzt mit Erwachsenen, die dann zu uns gekommen sind, herauszufinden, was ist das, was sie wollen, wo sind ihre Stärken und in welchem Betrieb könnten sie denn arbeiten. Also welche Stelle, welche Stellenanzeige, welches Unternehmen passt denn total gut zu ihnen, sodass man dann auch hier ganz gut die beiden zusammenbringen kann. Einmal den Bewerber und auch den Anbieter. Das war am Ende das Ziel des Ganzen. Und auch in der Ernährungsberatung geht es ja auch immer wieder darum, dann auch das ganze Leben sich anzuschauen. Denn die Ernährung, also so wie wir essen, das ist ja auch wieder unser Leben. Das sagt so unglaublich viel über uns, über die Art und Weise, wie wir leben, die Art und Weise, wie wir denken aus. Das ist so unglaublich faszinierend. Die Ernährung ist im Grunde das ganze Leben. Also deine Ernährung ist dein Leben.
Und auch jetzt arbeite ich ja immer mit meinen Kunden dahingehend, was sie wollen. Denn die meisten sagen immer, sie wissen nicht, was sie wirklich wollen. Sie wissen nicht, was sie können. Sie wissen gar nicht, wo es hingehen soll. Denn wenn sie es wüssten, würden sie ja kündigen. Aber sie wissen es ja nicht. Also sie haben einfach keine Ahnung. Und das Interessante an der gesamten Sache ist, dass ich bis heute wirklich keinen einzigen Menschen kennengelernt habe, der tatsächlich nicht wusste, was er will. Ich sag's noch einmal, ich habe innerhalb dieser letzten knapp 15 Jahre, in denen ich immer wieder mit Menschen gearbeitet habe, unterschiedliche Altersgruppen, die immer wieder herausfinden sollten, was sie wirklich machen wollen beruflich, wo ihre Fähigkeiten sind und die selber davon überzeugt waren, dass sie nicht wissen, was sie wollen, die nicht wissen, was sie können, dass ich da keinen einzigen gesehen, getroffen, gesprochen habe, der tatsächlich nicht wusste, was er kann und tatsächlich nicht wusste, was er will. Wie ist das möglich, denkst du dir jetzt? Genau diese Frage habe ich mir auch gestellt. Denn wie kann es denn sein, wenn ich jetzt mit Lehrern spreche und die sagen, ja, ich möchte ja kündigen, ich möchte gerne was anderes machen, aber ich weiß ja nicht, was ich machen will und wenn ich das doch nur wüsste, dann würde ich es ja auch tun. Und das ist aber nicht stimmt. Also, es klingt jetzt sehr komisch, aber bei einem Gespräch, das zentrale Thema ist immer, ich weiß nicht, was ich will. Und sobald dann die Zusammenarbeit mit mir startet, wenn wir zusammen miteinander arbeiten, dann ist das innerhalb von maximal zwei Stunden ist ganz klar, was derjenige möchte. Und es ist immer wieder faszinierend zu beobachten, wie anfangs ja der Kunde dann sagt, ja, ich weiß ja nicht, was ich will und ich habe keine Ahnung und wenn ich das doch nur wüsste und ich bin ein ganz schwieriger Fall, denn ich weiß wirklich nicht und ich habe schon zigtausend Sachen gemacht, zigtausend Bücher gelesen, hunderttausend Übungen gemacht und innerhalb wirklich kürzester Zeit, maximal zwei Stunden, ist ganz klar, was derjenige will. Also dann ist klar, was der Lehrer, die Lehrerin will und wo es hingehen soll. Auch du weißt ganz genau, was du willst und wo es für dich hingehen soll und was du nach deiner Kündigung machen willst. Jedoch ist es so, dass du einfach das, was du willst und was du machen willst, nicht wirklich ernst nimmst. Und das ist auch vollkommen nachvollziehbar, denn wie ich in diesem Freitagsvideo gesagt habe, ist es doch sehr oft so, dass wenn wir von unseren Träumen sprechen, dann sofort jemand da ist, der dann sagt, nee, das ist unrealistisch, das brauchst du gar nicht groß zu machen, das brauchst du überhaupt nicht, gar nicht ernst zu nehmen, das ist doch gar kein Job, lass es, mach irgendwas anderes. Wenn das, was du machen möchtest, nicht in diesem Buch vom Arbeitsamt steht, Berufe aktuell, dann ist es kein Beruf. Und auch du glaubst, das ist kein Beruf, das ist doch nicht, womit ich Geld verdienen kann, das geht doch gar nicht. Als wenn es um Wörter geht. Also wenn du jetzt ein Wort benutzt und es steht nicht im Duden, dann ist es eben kein deutsches Wort, das ist dann falsch. Aber so können wir ja nicht mit unseren Träumen umgehen und so solltest du auch nicht mit deinen Träumen umgehen. Also wenn du jetzt eine Idee hast und diese Idee ist erstmal nur eine Idee, es ist eine Vorstellung, aber es ist jetzt nicht eine konkrete Berufsbezeichnung, die dahinter steht, und so dass du das im Berufe aktuell beim Arbeitsamt gleich nachlesen kannst, wie du dahin kommst, dann ist es ja trotz allem ein Wunsch, ein Traum, den du hast. Das ist ja trotz allem etwas, was du machen willst. Wenn du den Traum, den du hast, zum Beispiel du hast den Traum, mobil zu sein, unterwegs zu sein und trotzdem etwas mit Mathematik zu machen und du findest auch das Lehren total genial. Also im Grunde könntest du doch ganz mobil irgendwie durch Deutschland, durch Europa fahren und dann auch Mathe unterrichten. Und das findest du total albern. Du denkst dir, ja, im Grunde habe ich diesen Wunsch, du hast auch diesen Traum, du würdest das total gerne machen, weil du denkst, oh, Mathematik ist total geil, das müssen doch jetzt alle Menschen können und da müsste ich doch jetzt irgendwie was bewegen, da muss ich doch was ändern. Das ist doch cool, wenn der Lehrer dann zu dem Schüler geht und nicht der Schüler zum Lehrer kommt. Und wenn du da zigtausend Gedanken hast und wenn ich dann unterwegs bin und mit dem Auto, das ist das genau das, was ich liebe. Aber das steht nun mal nicht im Berufe aktuell, dieser Job. Und diesen Job hat bisher jetzt auch noch keiner gemacht, also zumindest kenne ich jetzt keinen. Und du, vielleicht kennst du jetzt auch keinen, aber heißt ja nicht, dass es diesen Job nicht gibt. Vielleicht gibt es den ja irgendwo. Vielleicht gibt es ja irgendwo einen Menschen, der das tatsächlich macht, der vielleicht irgendwo unterwegs ist und den Leuten Mathematik beibringt. Und dann denkst du dir, aber das ist doch Quatsch, das kann ich doch nicht machen, das ist doch blödsinnig. Ja, dann ist auch dieser Traum ja auch tot. Und dann war es das auch. Und dann denkst du dir, ja, aber ich weiß ja nicht, was ich machen will, wenn ich doch nur wüsste, was ich machen will. Und aus so einem Traum wird immer irgendwas Kleines, Mickriges. Und dann hast du auch dafür auch gar keine Lust, irgendwie wirklich loszugehen. Da fehlt dir dann die Motivation, ne? Du hast keine Bewegung, du hast kein Motiv, um loszugehen. Das ist etwas, was du nicht tun solltest. Du solltest einfach schon, und das ist wirklich total wichtig, dass du die Ideen, die Vorstellung, deinen Traum ernst nimmst. Dadurch sorgst du auch dafür, wenn du schon deinen Traum selber ernst nimmst, dass es dann auch wachsen darf, dass es dann auch wirklich blühen darf und zu so einer wunderschönen Rose, zu einem wunderschönen Baum werden darf.
Und wir neigen ja dazu, unsere Träume selbst zu zerreden und dann erlauben wir ja noch andere Menschen, auch noch unsere Träume zu zerreden, sodass am Ende wirklich von diesem Traum nichts mehr übrig bleibt. Gar nichts mehr, außer dieses 0815, ein Standard. Dann kannst du es dann natürlich auch wieder in Berufe.net nachlesen, nachschlagen, dann weißt du, wie du dann dahin kommst und denkst dir, ja, okay, dann mache ich das eben so. Aber das ist dann nichts mehr, was dich wirklich bewegt, motiviert und was du richtig cool findest. Und das ist doch auch gar kein Wunder, wenn du dann später, irgendwie nach 10, 20, 30 Jahren, dann sagst, ja, ich weiß ja gar nicht, was ich machen will. Wobei du doch ganz genau weißt, was du machen willst. Nur du nimmst einfach das, was du machen willst, nicht ernst. Und ich erlebe das wirklich tagtäglich. Dass immer wieder Lehrer und Lehrerinnen, die aussteigen wollen, sagen, ja, ich weiß ja nicht, was ich machen will. Und nach 2 Stunden wissen wir ganz genau, was sie machen wollen, also wo sie hingehen sollen. Aber das, was sie machen wollen, steht nun mal nicht im Berufe.net. Das ist da nicht. Und du findest das einfach nicht beim Arbeitsamt. Du findest das in keinem Berufsverzeichnis sonst was. Das gibt's einfach nicht. Das ist einfach schon eine Idee, die aus diesem Menschen herauskommt, weil er einfach sein Ich, sein ganzes Wesen mit in diese Idee rein investiert und da rein tut. Und dann heißt es ja, aber das kann ich doch nicht machen. Das ist doch irgendwie, geht ja nicht. Und erst dann in dieser Zusammenarbeit natürlich, wenn wir dann miteinander arbeiten, sieht man, ach, das kann ich doch auch machen. Also ich kann ja doch schon das eben umsetzen, das realisieren. Das ist doch möglich. Ich kann doch einfach auch so mobile Handwerkerin werden. Oh, ich kann doch auch eben was anderes tun, das, was ich erstmal als Idee hatte, das kann ich doch auch irgendwie machen. Es geht ja einfach darum, erstmal deine Idee ernst zu nehmen und dann natürlich auch mit Menschen zu sprechen, die dann auch deine Idee ernst nehmen. Aber erst musst du es natürlich selber machen. Wenn du schon selbst deine Idee nicht ernst nimmst, ja, dann kannst du ja auch kein anderer ernst nehmen. Und das ist das, was ich dir wirklich heute mitgeben möchte, dass du wirklich anfängst zu träumen. Und ich spreche auch hier ganz bewusst jetzt von Träumen. Auch auf meiner Seite findest du das Wort ganz oft. Und ich nehme nicht Ziele, manchmal sage ich Wünsche, aber auch es geht im Großen und Ganzen ums Träumen. Dass du wirklich träumst. Denn wenn du träumst, dann ist es ja bunt, verrückt und wild. Und genau das soll es ja sein. Denn genau das motiviert dich doch. Das ist doch das, was dich vom Hocker reißt und sagt, ja, dafür gehe ich jetzt los. Dafür bin ich auch bereit, dann wirklich diesen sicheren Käfig oder diese Sicherheiten loszulassen, diesen goldenen Käfig zu verlassen. Und dafür gehe ich dann raus. Ansonsten machst du es ja auch gar nicht. Wenn irgendwas Kleines, Puppeliges ist, was dich gar nicht bewegt, gehst du ja nicht raus. Und dann denkst du, ja, ich weiß ja aber gar nicht, was ich machen will, deswegen mache ich es nicht. Aber du weißt, was du machen willst, nur nimmst du das nicht ernst. Und solange du deine Träume nicht ernst nimmst, nimmst du im Grunde auch deine Fähigkeiten nicht ernst. Und dementsprechend glaubst du, du hast keine Talente. Du hast einfach nichts zu geben. Du kannst einfach nichts Spezielles. Da ist einfach nichts drin in dir. Du bist ja eben kein Elvis Presley. Du bist ja eben nicht einer von diesen ganz Großen. Du bist ja eben nur du. Und das ist eben das Traurige an der Sache, denn natürlich hast du Fähigkeiten, natürlich hast du Talente, aber du nimmst sie nicht ernst und vielleicht hat auch deine Umgebung sie bisher einfach nicht ernst genommen. Und hier sind wir genau bei der Anfangsfrage. Wäre denn Elvis Presley wirklich, wenn er hier in Deutschland aufgewachsen wäre und gelebt hätte, auch zu diesem Superstar geworden, zu diesem King of Rock'n'Roll geworden? Also alle Kulturen haben ja ihre Schätze. Und die deutsche Kultur hat unglaublich viele Schätze, wirklich unglaublich viele wertvolle Sachen findet man hier. Und natürlich auch in anderen Kulturen finden wir unglaublich viele wertvolle Schätze, von denen wir auch lernen können, von denen wir auch sagen können, ach, das passt ja eigentlich ganz gut, damit können wir doch ganz, ganz gut weiterkommen. Und so kannst du auch für dich dann eben schauen, ach, das gefällt mir, das nehme ich jetzt mal aus der anderen Kultur. Und eines ist ja klar, die amerikanische Kultur kennt das Träumen. Träume gehören einfach dazu, der amerikanische Traum. Und dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, was wir natürlich alle belächeln und sagen, haha, der Traum ist ja irgendwie ganz nett und so, aber völlig unrealistisch, ist ja utopisch, das ist ja, ach, idealistisch, das ist doch alles Quatsch. Das können vielleicht mal einige machen, einige wenige, aber doch nicht alle und das ist doch Blödsinn. Mag auch sein, dass es nicht für alle ist, aber auch, weil nicht alle diesen Traum haben. Jeder hat ja seinen eigenen Traum. Nicht jeder träumt ja davon, Millionär zu werden, nicht jeder träumt davon, irgendwie Popstar zu werden oder sonst was. Es gibt ja unterschiedliche Träume, so wie es unterschiedliche Menschen gibt. Das ist auch vollkommen okay. Es ist ja nur wichtig, dass du deinen Traum ernst nimmst und dass du deinen Traum auch lebst. Und das ist ja das, was wir eben aus dem Amerikanischen ja auch nehmen können. Denn eines, was dann auch Elvis Presley gesagt hat, was ich total spannend finde, ist, dass er gesagt hat, ich bin mit dem festen Glauben an Träumen aufgewachsen. Das ist sehr, sehr spannend. Also wenn wir mal überlegen, was ist denn alles Große jetzt schon da? Microsoft, Greenpeace, Apple, Airbnb, Netflix, Amazon, Facebook. Das sind alles Sachen, die von Amerikanern entstanden sind, von Menschen, die in Amerika groß geworden sind, aufgewachsen sind und auch gelebt haben oder leben.
Das ist sehr, sehr faszinierend. Und das ist auch das, was wir, finde ich, aus dieser Kultur mitnehmen können. Also jede Kultur hat eben seine Schätze und das ist doch auch etwas, was cool ist, einfach das mal wahrzunehmen und anzunehmen und zu sagen, es gibt Träume. Und die Träume darf man ernst nehmen. Brauchen wir auch nicht alle, unsere oder andere Träume zu zerreden und zu klein zu machen und einfach zu belächeln. Nein, Träume darf man ernst nehmen. Träume sind da, um gelebt zu werden. Dein Traum wartet auf dich und möchte auch von dir gelebt werden. Ich habe einen amerikanischen Freund, den ich in London kennengelernt habe, und das war total faszinierend, was er da auch immer wieder sagt. Er benutzt nie das Wort big. Big is not enough, sagt er jedes Mal. Huge, it must be huge. Es muss enorm sein. Also für ihn ist das groß, ist noch nicht groß genug. Es muss mal alles enorm sein. Und genauso darf es auch bei dir sein. Enorm. Deine Träume dürfen enorm sein. Alles darf super groß und super cool sein, einfach total gigantisch sein und faszinierend und fabelhaft sein. Und es braucht nichts irgendwas Kleines, Mickriges zu sein, wo du sagst, dafür lohnt es sich doch gar nicht loszugehen. Das motiviert mich jetzt auch gar nicht so genau, also so richtig. Ich bleib mal lieber hier. Ich vermute mal, wenn Elvis Presley hier in Deutschland aufgewachsen wäre, dass er auf jeden Fall Musiklehrer geworden wäre. Ja, das ist meine Vermutung. Die Vermutung, die du hast, kannst du mir gerne schreiben. Ich würde mich total freuen. Weshalb ich diese Vermutung habe, kannst du ja auch aus dem, was ich heute erzählt habe, entnehmen. Aber ganz sicher weißt du es dann, wenn du dann auch Donnerstag dabei bist, denn Donnerstag möchte ich mit dir über die Schlechtwetterversicherung sprechen, die du auf jeden Fall brauchst, wenn du jetzt in den Herbstferien Urlaub machen möchtest, da solltest du auf jeden Fall reinhören. Dann weißt du auch erstens, weshalb ich davon ausgehe, dass Elvis Presley Musiklehrer geworden wäre und weshalb du auf jeden Fall eine Schlechtwetterversicherung brauchst. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst hier heute und dass wir uns miteinander unterhalten konnten. Das ist total schön gewesen. Vielen herzlichen Dank dafür. Nicht vergessen, fange jetzt sofort an zu träumen. Schreibe deine Träume auf. Träume groß, wild, bunt und vielfältig und einfach gigantisch und erlaube es dir auch zu tun, denn genau so kannst du dann auch wirklich für dich losgehen und kommst aus diesem, ich weiß ja nicht, was ich wirklich nach der Kündigung machen will, Blues raus und bist fröhlich und startest einfach mit dem, was du machen willst, denn tun ist immer besser als nur nachdenken. Tun und machen ist einfach das Allerbeste. Einfach loslegen. Ich wünsche dir dabei unglaublich viel, viel Freude und Erfolg. Und ja, ich freue mich auch, wenn du Donnerstag wieder dabei bist. Und wir hören uns, wir sehen uns und wir lesen uns entweder hier oder auf meiner Seite oder auf YouTube. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis dahin. Ciao.